Geht's wieder? Yes. Passt. Man muss einmal sagen, der Christian macht ja das alles ohne Noten. Der steht da oben, hat die Augen zu und fühlt die Musik. Das ist alles, was er tut. Und uns dirigieren natürlich. Wir wechseln das Metier. Es geht jetzt um Swing. Glenn Miller war ein sehr eigensinniger Mann. Er war stur und sehr zornig. Er eckte oft an bei seinen Musikkollegen, aber der Erfolg gibt ihm bis heute recht. Kein Fuß hält still und die Finger beginnen automatisch zu schnipsen, wenn Melodien wie In the Mood, American Petrol oder die Moonlight Serenade erklingen. Meine Damen und Herren, damit Glenn Miller auch nach Glenn Miller klingt, gibt es ein paar Dinge, die zu beachten sind. Und zwar, Achtung, auf eine Achtelnote kommt ein Punkt. Das heißt, sie wird gerade gespielt, die Viertelnote muss man mit Dat anspielen. Damit klingt es erst, wie es klingen soll. Generell wird der Wert der Viertel- und der Achtelnote umgekehrt, wenn sie hintereinander sind. Und wenn zwei Achtelnoten aufeinander folgen, dann bitte unbedingt triolisch punktieren. Und genau so, wie Sie jetzt, haben wir zum ersten Mal reingeschaut, als uns der Christian das gesagt hat. Aber wir haben geübt und der Swing ist uns ans Herz gewachsen. Und wenn man es mal drauf hat, dann macht es so viel Spaß. Wir hoffen, dass Sie genauso viel Spaß haben jetzt mit dem Glenn Miller Medley. Yes, give it.
Solisten, Andreas Röhle. Christian Ruetz. Thomas Heuschneider. Erich Gruber. Und Bernhard Wansch. Unser Obmann.